Moin Leute, na, seid ihr auch mit einem guten Vorsatz ins neue Jahr gestartet? Weniger saufen vielleicht? Wäre vielleicht vernünftig, denn wir saufen zu viel. Das ist jetzt nicht meine Meinung oder mein Bauchgefühl oder so, das sagen Suchtexpertinnen, und zwar schon sehr lange. Und trotzdem unternimmt die Politik praktisch nichts dagegen. Warum zur Hölle passiert da nichts? Drogenbeauftragte Daniela Ludwig, hallo, ist das nicht dein Job? Leute, ich sag's euch ganz ehrlich. Während der Recherche hat sich mein Mindset von hahaha saufen zu what the fuck, wie kann sowas in Deutschland sein, geändert. Und das hat ganz viel mit Lobbyismus zu tun. Mir ist schon klar, wahrscheinlich trinken die meisten von euch. Feierabendbier, mit einer Flasche Sekt vorglühen oder mit einem Rotwein auf dem Sofa. Und ganz ehrlich, man bekommt das hier ja auch irgendwie in die Wiege gelegt. Alkohol ist in Deutschland Kulturgut. Ich meine... Was soll ich sagen? In Deutschland trinkt man gerne und viel Alkohol. 10,5 Liter reinen Alkohol pro Jahr und Kopf kippen sich die Deutschen hinter die Binde. Cheers. Zieht euch das mal rein. So viel trinken die Deutschen im Schnitt, und da sind Minderjährige ab 15, AntialkoholikerInnen oder Abstinente alle schon mit eingerechnet. SuchtexpertInnen sagen deshalb, Deutschland ist ein Hochkonsumland. Das ganze Land hat praktisch ein Alkoholproblem. Und Corona hat die Lage nochmal verschärft. Schon im ersten Lockdown sind die Verkaufszahlen von Wein und Spirituosen um mehr als 30% gestiegen. Nur in wenigen Ländern wird noch mehr gesoffen als bei uns. In Russland zum Beispiel, in Tschechien oder in Ungarn. Jedes Jahr sterben in Deutschland rund 74.000 Menschen an den Folgen von Alkoholmissbrauch. Aber immerhin profitiert doch die Staatskasse vom Alkoholkonsum, oder? 3 Milliarden Euro Steuereinnahmen spült der Suff jährlich in die Kassen. Boah, das ist eine Stange Geld. Aber nichts im Verhältnis dazu, was die alkoholbedingten Krankheiten pro Jahr kosten. Das sind 57 Milliarden Euro. 57. Also, Alkohol tötet, Alkohol macht krank und Alkohol ist teuer. Warum wird da nicht mehr drüber gesprochen? Und warum macht da niemand was gegen? Hallo, liebe Bundesregierung, aufwachen! Wir sprechen hier über den Konsum einer Droge. Liegt ihr noch verkatert im Bett oder was ist da los? Alkohol ist in unserer Gesellschaft akzeptiert. Und somit auch in der Politik. Das zeigt auch eine kleine Anfrage der Grünen Bundestagsfraktion an die Bundesregierung. Die hat nämlich gefragt, besteht nach Ansicht der Bundesregierung über bestehende Präventionsmaßnahmen bezüglich Alkohol hinaus Handlungsbedarf zur gezielten Prävention riskanten Alkoholkonsums? Und darauf hat die Bundesregierung geantwortet, die Prävention des riskanten Alkoholkonsums ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Alle Akteure sollten ständig überprüfen, ob ihre Aktivitäten in diesem Bereich ausgeweitet und weiterentwickelt werden können. Das heißt übersetzt so viel wie, guck doch einfach selbst, dass du nicht zu viel säufst. Es liegt ja in deiner Verantwortung, wie viel Schnaps du dir reinkippst. Okay, um an dieser Stelle fair zu bleiben, es ist jetzt auch nicht so, dass überhaupt gar nichts passiert. Tatsächlich geht der Alkoholkonsum momentan leicht zurück. Gerade bei Jugendlichen sinkt er. Dafür besaufen sich junge Erwachsene wieder öfter. Die Bundesregierung versucht mit Präventionskampagnen gegenzusteuern. Ist euch vielleicht selbst schon mal begegnet. Alkohol, kenn dein Limit. Oder null Alkohol, voll Power. Das Ganze kostet die Steuerzahlenden rund 500 Millionen Euro im Jahr und bringt so gut wie nichts. Der Soziologe Dieter Kortschak sagt, wir haben sehr viele Studien untersucht, über 1000, in Deutschland über 200 Präventionsstudien. Und man muss leider sagen, dass die Ergebnisse sehr ernüchternd sind. Wenigstens etwas, was jemand nüchtern ist. Alkohol führt also nicht nur zu tausenden Toten im Jahr, zu Krankheiten, einer Menge Leid und unfassbaren Kosten im Gesundheitssystem. Es verbrennt zusätzlich ganze Weinfässer voll Steuergeld. Und trotzdem hält die Bundesregierung an ihrer dünnen Präventionspolitik fest. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was könnte die Bundesregierung denn stattdessen tun? Die Frage haben sich nämlich schon viele gestellt und es gibt auch konkrete Antworten darauf. Alkoholkonsum zu reduzieren ist keine Raketenwissenschaft. Ein Werbeverbot für Alkohol, höhere Preise und keine ständige Verfügbarkeit. Zack, fertig, Alkoholkonsum sinkt. Ganz einfache Rechnung. Und all das könnte die Politik ändern, relativ easy sogar. Sie müsste nur die richtigen Knöpfe drücken und sich am Ausland orientieren. An Island zum Beispiel. Vor 20 Jahren wurde da noch ohne Ende gebechert, vor allem unter Teenies. 1988 haben von den 15- und 16-Jährigen 42% angegeben, dass sie im vergangenen Monat getrunken haben. 2016 waren es nur noch 5%. Und warum? Die Jugendlichen wurden an die Hand genommen.
Das Verhältnis zu ihren Eltern wurde gefördert. Sie wurden zu gemeinsamen Quality Time ermutigt. Es wurden Sportangebote für alle entwickelt, Tanzkurse, Musikangebote, Kunstworkshops. Und klar, auch härtere Methoden wurden eingeführt. Die Politik hat Werbung für Alkohol verboten und der Stoff wird nur noch in gesonderten Läden an über 20-Jährige verkauft. Und Alkohol ist dort richtig teuer. Heute ist das isländische Modell Vorbild für etliche Länder. Aber für Deutschland bislang offenbar nicht. Obwohl sogar die Wissenschaft seit Jahren warnt, Deutschland tut zu wenig gegen Alkoholkonsum. Aber warum denn nicht? Das könnte eventuell auch an ihr hier liegen. Daniela Ludwig, Drogenbeauftragte des Bundes, ihr wisst schon. Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Okay? Aber Bier ist Apfelsaft, oder was? Als Drogenbeauftragte könnte Ludwig Kampagnen entwickeln, eine neue Drogenpolitik auf die Beine stellen, wirklich aktiv gegen Alkohol vorgehen, bewährte Ideen von Island nach Deutschland bringen und damit Kosten für uns alle senken, Menschen vor dem Tod bewahren und Leid verhindern. Tja, ein Problem dabei, Ludwig selbst hat als Drogenbeauftragte ein, ich sag mal, fragwürdiges Verhältnis zu Alkohol. Guck mal hier, in diesem Tweet hat Ludwig geschrieben, dass sie kein Problem im bestimmungsgemäßen Gebrauch von Alkohol sehe. Als sie gefragt wurde, was sie darunter denn versteht, hat sie mit dem Gedicht Die Kunst des Trinkens von Heinz Erhardt geantwortet. Doch gibt es außerdem Getränke, denen ich besondere Liebe schenke. Ich schätze fast seit der Geburze, das ist der klare oder kurze. Wie wärmen sie an kalten Tagen, schön eisgekühlt den kalten Magen. Wie spornen sie als Geistgetränke den Geist an, dass er wieder denke. Die Drogenbeauftragte macht keine Anstalten, den Alkoholkonsum in Deutschland ernsthaft einzudämmen. Und selbst wenn sie es wollte, es würde anstrengend werden. Sie müsste sich nämlich mit mächtigen Leuten anlegen. Von 2005 bis 2009 gab es nämlich mal eine Drogenbeauftragte, die gegen Alkohol vorgehen wollte. Sabine Betzing-Lichtentäler von der SPD. Aber die wurde gnadenlos von der Alkohollobby ausgebremst. Die Verbindungen zwischen Politik und Brauereien sind nämlich seit Jahren eng. Sehr eng. Aber dazu eine kleine Quizfrage an die absoluten Vollnerds unter euch. Was haben Frank-Walter Steinmeier, Peter Altmaier, Cem Özdemir und Julia Klöckner gemeinsam? Richtig, sie alle waren schon mal Botschafter oder Botschafterin des Bieres. Aber jetzt mal im Ernst. Seit 2002 verleiht der Deutsche Brauerbund jedes Jahr diesen wundervollen Ehrentitel und belohnt damit Menschen für ihr besonderes Engagement. Und ja, vielleicht sieht das auf den ersten Blick nach einer netten Geste der Dankbarkeit und Anerkennung aus. Aber Leute, das ist keine Dankbarkeit. Das ist einfach nur knallharte Lobbyarbeit und die wirkt ganz offensichtlich. Denn wer selbst gerne trinkt und gleichzeitig noch Werbemaskottchen spielt, der dreht den Brauereien natürlich nicht den Zapfhahn zu. Bestes Beispiel, Julia Klöckner. Sie war 2018 nicht nur Landwirtschafts- und Ernährungsministerin, sondern auch noch Botschafterin des Bieres. Zitat: Es ist mir eine große Ehre, neue Botschafterin unseres deutschen Bieres zu sein. Denn Klöckner hat damals die Brauerei nicht nur als Ministerin reguliert und damit uns VerbraucherInnen geschützt. Nö, Klöckner hat gleichzeitig auch noch Werbung als Botschafterin für sie gemacht. Aber hört ihr das auch? Interessenkonflikt. Ach was, Interessenkonflikt? Ja, Prost Julia. Aber dir wurde die Nähe zum Alkohol ja schon in die Wiege gelegt. Tochter einer Winzerfamilie. Abschlussarbeit über die europäische Weinmarktpolitik, deutsche Weinkönigin und ehemalige Chefredakteurin eines Weinmagazins. Heute ist Klöckner Landwirtschaftsministerin und sagt: Deutscher Wein muss für die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher verständlicher werden. Was? Interessenkonflikt. Interessenkonflikt? Im Landwirtschafts- und Ernährungsministerium? Nee. Auch die VorgängerInnen von Julia Klöckner, Ilse Aigner und Christian Schmidt, waren während ihrer Amtszeiten BierbotschafterInnen. Das ist aber ein Zufall. Vielleicht aber auch nicht. Guck mal er hier. Holger Eichele, ehemaliger Pressesprecher des Landwirtschaftsministeriums. Er ist 2013 direkt aus der Politik zum Deutschen Brauerbund gewechselt und ist da Hauptgeschäftsführer geworden. Zufall? Ach, Glückwunsch, Holger. Prost! Die Alkohollobby und die Politik kommen sich in Deutschland regelmäßig so nah wie Rum und Cola oder Wodka und Energy. Und wie das enden kann, wissen wir alle. Und das passiert nicht nur im Landwirtschaftsministerium. Eine Anfrage der Linken zeigt, schon in der Legislaturperiode von 2009 bis 2013 haben Mitglieder der Bundesregierung mehr als 100 Mal an Veranstaltungen der Alkohollobby teilgenommen. Darüber, wie der Alkoholkonsum ernsthaft eingedämmt werden könnte, wurde offenbar eher nicht so gesprochen. Und schauen wir mal auf den Bundestag. Da wurde vor kurzem über ein neues Weingesetz debattiert.
Und dabei kam das raus. Schon Euripides schrieb, wo aber der Wein fehlt, stirbt der Reiz des Lebens. Das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Wein trinken an sich ist ja auch was Schönes. Aus diesem Grunde werden wir keinen Wein verwässern, indem wir das Wasser hineinkippen, sondern wir werden ein gutes, solides Glas daneben stellen und uns erst einmal kräftig enthalten. Ein herzlicher Dank gilt aber auch den, vor allem eigentlich den Kolleginnen und Kollegen des Parlamentarischen Weinforums für das gute Miteinander. Es ist keine Übertreibung, dass die Zusammenarbeit bei diesem Thema über die Fraktionen hinweg besonders ist. Die angenehme Atmosphäre liegt natürlich nicht zuletzt an dem guten deutschen Wein. Ganz nach dem Motto, ein guter Wein zur rechten Zeit bringt Freude und Zufriedenheit. Komplett alle Parteien haben sich als riesige Weinfans geoutet und waren sich einig, wir müssen unsere heimischen WinzerInnen stärken. Es gab keinen einzigen Hinweis auf die Gefahren des Alkohols. Und ganz ehrlich, so einig wie in dieser Debatte war sich der Bundestag wirklich selten. Fazit: Deutschland hat ganz offensichtlich ein Alkoholproblem. Und zwar auf vielen Ebenen. Erstens saufen die Leute einfach zu viel. 10,5 Liter Reinalkohol pro Jahr und Rachen ist eine ordentliche Hausnummer. Auch im internationalen Vergleich. Zweitens scheint der Politik das weitgehend ziemlich wurscht zu sein. Weder in der Bundesregierung noch im Parlament wird das Problem ernsthaft angegangen. Was auch mit drittens zu tun haben könnte, dem Einfluss der Alkohollobby. Der ist so groß, dass sich die Landwirtschaftsministerin sogar geehrt fühlt, Teil davon zu sein. Wie geht's euch damit? Habt ihr das Gefühl, die da oben nehmen das Thema Alkohol ausreichend ernst? Oder seid ihr der Meinung, dass es der Politik sowieso egal sein sollte, wie viel die Leute trinken? Kippt's uns in die Kommentare. Nüchterne Fakten und trotzdem eine gute Zeit bekommt ihr, wenn ihr unseren Abo-Button klickt. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video verpasst. Hier erfahrt ihr, ob Kiffen bald legal sein könnte. Und wie schlimm die Folgen von Alkohol in der Schwangerschaft sein können, seht ihr hier bei STRG F.